Hallo und herzlich willkommen beim MRB Performance Kanal. Mein Name ist Tobias Götze und ich kümmere mich heute mal wieder um das 400e Projekt. Ja, wir gehen heute an dem Thema Fahrwerk dran, und zwar Fahrwerk an der Vorderachse sowie Bremsanlage und den Bremsschläuchen. Denn bei H&R ist uns ja sehr, sehr viel aufgefallen, wo wir nicht wirklich gerade begeistert drüber waren, was man sich bei so einem Projekt natürlich denken kann, dass einige Sachen verschlissen sind, aber da waren schon einige Sachen bei, wo wir echt gesagt haben, wäre vielleicht besser, den Wagen auf dem Hänger rückzutransportieren, ja. Also gerade an der Bremsanlage, ich blende jetzt mal ein paar Bilder ein, an der Bremsscheibe ist ein massiver Riss gewesen an der Hinterachse, dann die Bremsschläuche dementsprechend alle verschlissen. Und ja, an der Vorderachse haben wir dann gesehen, dass der Umlenkhebel so massiv Spiel hat, dass die ganze Vorderachse bei kleinen Bodenwellen angefangen hat zu flattern. Ja, das sind natürlich so Sachen, die können bei so einem Auto, welches fast 400 oder 500.000 Kilometer, wir wissen es nicht, weil der Tacho stehen geblieben ist, runter hat, natürlich dann dementsprechend auch sein. Aber ne, wir hätten es jetzt halt nicht so schlimm erwartet. Wir haben uns dann auf den Weg gemacht und geschaut, welche Teile wir wie, wo und wann noch bekommen. Und man merkt natürlich jetzt, dass die Teileversorgung bei den Autos echt nicht mehr leicht ist. Also ich habe selber noch einen 124er und man muss dazu sagen, vor 5 Jahren war das alles eigentlich gefühlt noch gar kein Problem. Mittlerweile, gerade für die Einhörner 320, 400e oder beziehungsweise 500e, das wird langsam schwer. Und zum Beispiel ist hier so ein Paradebeispiel, was ich jetzt einmal eine Hand hochhebe. Querlenker. Querlenker ist ein Riesenproblem, denn ab 320 sind die anders im Gegensatz zu den anderen 124er Modellen. Das hat, meine ich, hier mit dem Traggelenk zu tun und weil die halt noch eine andere Ausbuchtung haben, weil die andere Achsschenkel fahren unter anderem. Diese Querlenker sind sehr schwer mittlerweile zu bekommen. Seitens Mercedes teilweise gar nicht mehr lieferbar und wir haben jetzt hier welche von Febi geholt, wo gefühlt laut unserem Teilehändler nur noch ein Satz verfügbar war. Also es wird echt, echt eng bei den Autos. Aber nichtsdestotrotz, wir haben weitestgehend alles bekommen und ja, ich fange jetzt dann einmal an, die Vorderachse zu zerlegen und dann Stück für Stück alles auszutauschen. Tag 2 am 400e-Projekt. Leider hat die Kamera jetzt bei den Zeitrafferaufnahmen leider den Dienst quartiert, weswegen sehr viel vom Fahrwerkeinbau leider fehlt.
Aber nichtsdestotrotz, ich möchte euch jetzt einmal auf Stand bringen, was ich jetzt alles eingebaut habe. Und zwar haben wir jetzt neue Bremsscheiben und Bremsklötze auf der Vorderachse sowie an der Hinterachse. Neue Bremsschläuche, neue Querlenker, neue Spurstangen samt mittlerer Spurstange und Lenkungsdämpfer. Auch hier der Umlenkhebel, ich weiß nicht, ob man den gerade sehen kann. Ja, hier oben, neue Umlenkhebel, welcher tatsächlich auch anders ist bei, im Gegensatz zu den anderen 124ern, ist tatsächlich stabiler und dicker konstruiert. Ja, und somit haben wir an der Vorderachse gewährleistet, dass das Auto jetzt hoffentlich spielfrei unterwegs ist. Also ich bin schon sehr auf die erste Probefahrt gespannt mit dem Auto. So, des Weiteren hatte ich noch angesprochen, dass wir natürlich versuchen wollen, die Carlsen-Räder jetzt endlich um das Auto zu bekommen. Und dafür haben wir uns jetzt Abhilfe organisiert vom Motorsport-Shop. Und zwar haben wir hier ein Paket mit CNC gefrästen Sturzdomlagern. Diese Sturzdomlager sind extra jetzt für uns angefertigt worden und ersetzen die Gummilager oben. Das wird natürlich dann auch nochmal einige straffer werden oben an der Vorderachse. Aber wir können jetzt halt den positiv hier oben mit diesen 8 Einstellschrauben positiv als auch negativ beeinflussen. Und ja, ich werde die jetzt mal verbauen und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt endlich genug Platz am Kotflügel haben mit den Rädern. Sehr, sehr, sehr viel später. So, Zeitsprung, ein paar Tage später. Dafür Schnips. Musst du machen. Das macht man bei Zeitsprüngen. Wir sind jetzt am letzten Tag auf der Essen Motor Show 2021 und wir haben den 400e jetzt einmal hier ausgestellt. Wir haben jetzt zuletzt die Arbeiten an den Sturzumlagern gemacht mit dem Auto. Und ja, wir haben dann ein paar Kleinigkeiten leider an Fehler gemacht, die wir jetzt noch nachträglich korrigieren mussten. Das sieht man jetzt einmal ganz gut, wenn wir die Haube öffnen. So. Und zwar die Sturzumlager, die hatte ich erst, also die dicke Seite hatte ich erst so gesehen unten verbaut, was komplett falsch war. Das Auto fuhr gefühlt so, als hätten wir die Kolidämpfer festgeschweißt, ja. Sondern die müssen oben drauf montiert werden. Das haben wir jetzt nachträglich mit dem Shop nochmal geklärt. Und man merkt schon, das Auto fährt tatsächlich, ich war echt schockiert, sehr, sehr gut. Also wirklich brutal gut. Und Luca, du bist ja das Auto auch gefahren. Naja, man muss fast sagen, ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, aber man muss fast sagen, es fährt fast besser als vorher. Ja. Also, ne, fährt halt deutlich straffer, man muss es natürlich mögen, deutlich straffer.
Lenkt schön direkt ein, hat eine gute Straßenlage, liegt ziemlich satt auf der Straße. Also wenn man das normal bei dem 124er gewohnt ist, dieses etwas schwammigere zu haben, der fährt sich jetzt tatsächlich etwas moderner. Man möchte jetzt total sagen, ich weiß, man würde mich da verlünschen, aber der fährt eher tatsächlich wie so ein BMW. Etwas direkter, etwas sportlicher, was man eigentlich bei einem 124er gar nicht gewohnt ist. Willst du jetzt nicht sagen, dass ein BMW besser fährt als ein Mercedes? Habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich weiß, das ist dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Aber nein, ganz dünnes Eis, Kollege. Ganz dünnes Eis, ja. Nein, aber nein, tatsächlich fährt sich sehr, sehr gut. Also ich bin selber angenehm überrascht davon und man kann einfach nur sagen, echt cool. Ne? Ja, man muss vor allem, glaube ich, sagen, das Auto stand jetzt 10 Tage auf der Messe und kommt auch im jetzigen Zustand einfach schon, ja, irgendwie mega gut an. Ne? Also die Leute sind total fasziniert, viele fragen, warum steht der überhaupt hier? Man kommt sofort ins Gespräch. Und wir haben tatsächlich auch ziemlich viele Kaufangebote für das Auto bekommen. Ne? Also wir haben nicht über Geld gesprochen, weil wir mal sofort gesagt haben, wir wollen den gar nicht verkaufen. Aber viele haben es versucht. Viele haben es versucht. Ja. Aber an dem hängen wir ja jetzt schon so fest, das geht gar nicht. Bleibt, hallo? Ja. Ja, absolut. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir das Video auf der Essen Motorshow 2021. In der nächsten Folge geht es weiter bei der Firma Glasurit in Münster. Ja. Ne? Und da, ja, wir haben schon eine kleine Preview. Wir waren nämlich schon vor Ort, auch wieder ein Zeitsprung. Und es war auf jeden Fall lustig. Also der Luca, der musste auf jeden Fall sehr viel leiden, sagen wir mal so. Ja? Und man kann ja, glaube ich, verraten, es wird eine andere Farbe, oder? Dürfen wir das schon verraten? Obwohl, nee, wir verraten das noch nicht. Vielleicht wird er ja auch so. Vielleicht wird er ja auch so, wir wissen es noch nicht, ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich würde jetzt sagen, wir machen zum Ende nochmal schöne Impressionen, so wie er jetzt aussieht, mit ein bisschen Fahraufnahmen, allem drum und dran. Absolut. Weil er wird das letzte Mal so in der Form jetzt hier zu sehen sein, ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Allzeit gute Fahrt, drückt auf die Glocke oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. I'm in need safety, tell her I can't snake me. Break gun off safety, my girl so tasty. Tell her it's your world, she want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, I keep it factual. I'm on sabbatical, I'm out of Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision, it couldn't be clear. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me supreme with the sound through the stereo. So turn it up loud when you hearing us. We live in as good of your area. My mama proud, she tearing up and it's going down. Got your girl aroused by these massive stacks like 100 pounds. Running big laps till the sun is down like 100 miles. 10 frames on me leaning down. Winning now.